Nun, hier ist der Deal. Jeder unserer Klienten oder jeder unserer Kunden muss einen Test bestehen, damit sie unser Loans sind doch wahrscheinlich. Also Loans sind doch, wenn man was leiht. Oder? Also ein Kredit, genau, ein Kredit ist das. Bevor wir ihre Kredite finanzieren. Ein Test? Ja, das stimmt. Ein Test, um zu sehen, ob wir dir vertrauen können oder nicht. Mir vertrauen können? Ja. Wir testen alle unsere Kunden, bevor wir ihnen einen Kredit machen. Eine musste zum Beispiel den Alten für eine Woche aushelfen. Und jemand anderes musste Müll in Kamurocho aufsammeln. Eine Frau musste sogar im Rotlichtviertel arbeiten. Die Tests werden immer schwieriger, umso höher der Kredit ist. Und in deinem Fall nun, da wird der Test sehr hart. Ja, ganz genau. Aber wenn du bestehst, verspreche ich dir, dass ich dir die Menge überweise.以上が当店からの条件です。テストに合格しなければ融資することはできません。さっき10日以内って言ってたけど、つまりあなた、すぐにお金が必要なんだよね。はい。急いでるんだよね。はい、そうです。でもテストに受からなかったら 時間の無駄遣いになっちゃうわけなんだけど、どうします？それでもテストの方を受けてみますか？はい、やらせてください。 本当にいいんですね。私にはもう他の選択肢はないんです。お願いします。そのテスト受けさせてください。 Alles klar. Oh, sorry, ich muss kurz ran. Sky Finance. Oh, ist das Akiyama-san? Kido-chan, wo bist du? Ist alles okay? Ich bin beim Kamurocho Precinct. Was ist denn Precinct? Kanemura. Also, die haben mich jetzt fertig ausgefragt. Okay. Über Kanemura. Warum befragen sie dich? Ich bin derjenige, wo ihn gefunden hat. Ich bin zurück zum Büro gelaufen und da war er, tot. Sorry, dass du das sehen musstest, aber hey. Für mich war es auch nicht leicht, ja? Oh. Ich nehme an, du hast wahrscheinlich schon von Arai-san gehört, nicht wahr? Ja. Irgendein Detektiv namens Tsukiyuchi hat es mir erzählt. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Ich auch nicht. Hör zu. Wir sollten über sowas nicht auf dem Telefon reden. Können wir uns später treffen? Ja. Ich habe auch ein paar Fragen, die ich dich fragen möchte. Klar. Denkst du, du kannst mich in ein paar Minuten zurückrufen? Ich habe gerade hier einen Kunden. Achso, oh ja. Kein Problem. Sehen uns. Sorry. Scheint, als wäre noch einer meiner Kunden in der Patsche. Ist okay. Also, zurück zum Geschäft. 10 Tage, 100 Millionen Yen. Genau. Verstanden. In dem Fall kannst du morgen wiederkommen dann? Ich brauche ein bisschen Zeit, um über den Test nachzudenken.
Okay. Komm aber vorbereitet. Wir fangen sofort an, wenn du hier bist. Werde ich. それじゃあ、明日。ご来店お待ちしてます。 聞いてもよろしいですか？ リリーと言います。 リリーさんですか？ それは本名？ それともお店の名前？ 言わないとダメですか？ いえ、いいです。 明日のご来店お待ちしてます。 Ey, ich bin Sakiyama. Sorry, dass ich so in der letzten Minute anrufe. Aber ich habe ein neues Mädchen in den Club gebracht. Sie fängt morgen an. Natürlich nur, wenn sie wirklich auch auftaucht. Ist mir egal, wie du es machst. Aber mach, dass es funktioniert. Schau. Ich weiß, wie ich mein Geschäft laufen lasse. Außerdem habe ich mir schon überlegt. Enttäusche mich nicht. Bis später. Oh, Chief. Du bist tatsächlich aufgetaucht. Gut, dich zu sehen, Hana-chan. Okay. Vielleicht kann ich ein bisschen durch die Stadt laufen, während ich auf Kido-chan warte, dass er mich anruft. Das hier ist der Speicherraum? Ja, das ist der Speicherraum. Und was ist eigentlich Memories? Ich denke mal, Memories ist einfach Recap. Also die Zusammenfassung von den Yakuza-Spielen. Brauchen wir ja nicht. Ihr habt ja hoffentlich die anderen Teile geschaut bei mir. Oder irgendwo anders. Oder selber gespielt. Weil sonst ist das dumm. Aber ich gehe mal davon aus. Ich meine, wer fängt mit dem vierten Teil an? Außer natürlich, es gibt die anderen Teile nicht. Ist natürlich auch ganz oft bei Spielen so, dass es die ja natürlich gibt. Aber halt nicht auf den neuesten Konsolen. Und deswegen hast du halt ein Problem. Ernsthaft, der ruft so schnell zurück? Hallo? Akiyama-san, ich bin es. Ist jetzt eine gute Zeit? Ja. Ich habe Zeit. Also was ist los? Achso, nee, sind wir jetzt gerade, also können wir jetzt reden? Ja. Ich muss mit dir über etwas reden. Können wir uns gleich treffen? Also macht es dir was aus, wenn wir uns gleich treffen? Nein, überhaupt nicht. Wo? Wie wäre es in dem Gebäude beim Theater Square? Du weißt schon, das Rote da, die Gasse runter. Da haben wir eine Privatsphäre. Naja, wie du mal sei. Es ist direkt gegenüber vom Theater. Ich warte auf dem Dach. Das Dach auf dem roten Gebäude. Verstanden. Perfekt. Sehen uns dort. Scheint, es müsste zum Theater Square. Aha, da haben wir jetzt Substories. Na, guck mal an. Akiyama. Oh, Chef. Bin so froh, dass ich dich anrufen konnte. Warum, was ist denn los? Da ist ein Kunde, der dich sehen möchte. Ich scheine echt wichtig zu sein. Kannst du zurück zum Office gehen? Ja, warte kurz, ich bin gleich dort.
Oh, Chef, ein Kunde wartet auf dich. Diejenige oder der, von wem du mir erzählt hast. Sorry, dass du warten musstest, also sag mal. Warum bist du heute hier? Bist du Akiyama-san? Millionen. Oh mein Gott. Ja, drei Business Partners würde ich jetzt mal sagen. Hat niemanden gefunden. Ernsthaft? Oh, end. Was muss ich machen? Ich habe nicht zugehört. Ah, egal, die Quest war langweilig as fuck. Holy shit, Junge.
ich will keinen Kredit von dir. Du bist nicht das einzigste. Jetzt hat nicht das einzige Büro in Tamarucho, weißt du? Das ist nicht der Punkt. Du stehst auf der schwarzen Liste. Kein Kredithai in der Stadt wird dir irgendwas ausleihen oder dir einen Kredit geben. Das weißt du doch gar nicht. Ich mache nie wieder Geschäfte mit dir. Entschuldige, Mist. Habt ihr Geldprobleme? Und wer bist du? Nicht noch ein weiterer Schuldeintreiber, hoffentlich. Nein, aber ich bin auch in dem gleichen Geschäft wie der andere da. Ein Kreditausleiher. Dann hätte ich gerne einen Kredit. Aber warum probiere ich es überhaupt? Anscheinend stehst du auf der schwarzen Liste, nicht wahr? Wie viel schuldest du? 10 Millionen oder so. Also weißt du nicht mal, wie viel du ausgegeben hast? Kreditheil, Kreditkarten. Egal was, ich habe so viel Geld ausgeliehen. Was meinst du denn? Naja, ich will nur sagen, dass du ziemlich mutig bist für jemanden, der so tief in Schulden steckt. Hoffentlich bist du so nicht. Tschüss. Shukumoto. Ich habe ein Gefühl, dass ich sie früher oder später sehen werde. Vielleicht ist sie sogar schon auf dem Weg. Da sollte ich zum Büro gehen und schauen. Was ist das denn? Alter, ich hab noch nie sowas Verstörendes gesehen. Oh, das ist sogar gar nicht mal so schwach. Boah, wohl. Ja, die Heat Actions waren auf jeden Fall jetzt mehr Schaden als im dritten Teil noch. Na gut, er ist so tot. Oh, Goldplated Moment. Werden deswegen auch die Namen angezeigt von den Läden? Ja, perfekt. Genau hier unten ist der Pawnshop. Dann werden wir dort mal hingehen. ありがとうございました。 Das sind ja sogar einfach zwei Sidequests. Was ist mit dem los? Das Dorf doch jetzt keine Mädchen, oder? Hey, was tust du da? Oh, wow. Nichts? Du hast doch irgendwas gerade angeschaut. Was angeschaut? Nein. Ich habe hier nur auf jemanden gewartet. Auf wen? Da ist sie. Wer? Meinst du Miki?
Oh, kennst du sie? Ja, klar. Mir gehört dieser Ort. Und wer bist du? Ein Stalker? Nein, nein, nichts in der Art. Ich wollte sie nur sehen. Seine ihre Kunden. Aha. Warum gehst du dann nicht einfach in den Club? Nun, das Ding ist... Was? Ich habe hier über die letzten 2 Jahre 5 Millionen Yen verschwendet. Und es scheint, als wäre mein Geld ausgelaufen. 5 Millionen Yen. Ja. Ich war so nah dran, sie für mich zu gewinnen. Wenn 5 Millionen nicht genug waren, dann glaube ich einfach, solltest du aufgeben. Ich weiß so, dass ich es einfach schaffen könnte, wenn ich noch mal eine Million hätte. Was ist dein Name? Wie ist dein Name? Taniguchi. Ich bin Akiyama. Mir gehört außerdem noch das Kreditbüro Sky Finance. Ja? Schau, so wie die Dinge jetzt gerade stehen. Wirst du niemals mit Miki ausgehen können. Selbst mit noch einer Million Yen, außer natürlich, du veränderst dich, könntest du sie 10-mal mehr sehen, aber trotzdem nicht weiterkommen. Toll. Außerdem brauchst du mehr als nur Geld, um eine Frau für dich zu gewinnen. Du musst erstmal an deinem Aussehen arbeiten. Und dann in deinem Charme. Aber wie mache ich das alles? Spreche ich später von dem Millennium Tower. Dann gebe ich dir ein bisschen Hilfe. Würdest du das für mich tun? Klar. Vielen Dank. Oh, geil. Rüst dich mal aus. Oh. Ich ist halt so dreckig. Ihr seid so dreckig. Oh, aber eine Hyper-Stun-Gun. Geiler Shit. Geiler Shit. Unsere erste Waffe. Na gut, Leute, ich würde sagen, machen wir im nächsten Part weiter bei Yakuza 4 und ciao.